Hallo und herzlich willkommen zu Ark Survival Plus. Heute mit dabei der Smitty und der Wydell. Hallo. Moin. Wir haben hier nochmal so ein bisschen was rausgefunden. Zum einen hatten wir immer Probleme, hier ein paar Pferde zu zähmen. Das kann am besten der Hunter. Den habe ich mir jetzt nochmal drauf geschafft. Zusätzlich zum Carpenter und Taylor. Wir können jetzt nämlich jeder vier Berufe lernen. Der Wider hat das mal in die richtige Game Ini eingegeben, dann funktioniert es auch. So war's. Was habt ihr jetzt noch zusätzlich? Ach ja. Smitty hat den Alchemisten, ne? Den hatte ich vorher auch schon, ja. Den Banker jetzt neu und den Bilder quasi. Ja, genau. Aber damit habe ich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Nee, da haben wir, sind wir gerade erst frisch drin. Wir sind immer noch gut gefordert mit unseren anfangs zwei Berufen eigentlich, die wir gelernt haben. Eine Windmühle, vor der ich hier eben schon so schön stand, konnte ich bauen als Carpenter. Ist eigentlich ein großer Mörser, ne? Hat da noch mal einer was mitgearbeitet? Nö. Ja, ich habe da mal mit, in dem Mörser kann man auch die Kacke untersuchen. Das ist so ein niedriges Engramm. Da kriegt man Saaten heraus und okay. In der Windmühle geht da, kriegt man sehr viel mehr Saaten, kommen dann da raus. Okay, ja, apropos Saaten, ne? Du als Farmer. Ja. Hast ja jetzt auch viel bessere. Genau, und zwar kann man, wenn man das Beet hat und davor E gedruckt hält, kann man halt harvesten die Gemüse oder was man auch immer angebaut hat. Und man kann dann auch, wenn man das Seed Kit hat als Farmer, kann man die Saaten untersuchen. Und wenn man Glück hat, klappt selten, aber wenn man Glück hat, kriegt man halt eine nächsthöhere Saatklasse des Gemüses oder der Beeren, die man angepflanzt hat. Da ist die erste Stufe ist halt Wild. Sagen wir mal Wild Karottensaat, Wild Carrot Seed. Die nächste Stufe ist dann Semi-Wild Carrot Seed. Dann kommt noch eine Stufe Semi-Cultivated Carrot Seed und die Endstufe, so wie ich das bisher habe, ist es dann Cultivated Carrot Seed und das ist dann die beste Stufe. Und die bringen dann mehr Ertrag, ja. So wie ich das mitgekriegt habe. Ganz unbedingt sogar, weil die Flachs- und Cotton-Produktion, die ich hier für einen Taylor brauche, die ist echt mal nach oben geschossen. Also wir konnten jetzt hier echt mal schon so einiges herstellen. In der letzten Folge die Rüstung, die ich nach und nach bauen wollte, die habe ich jetzt schon mal für uns drei zusammengeknallt gehabt, die Wolle-Rüstung. Haben wir mal kurz angetestet, schützt zumindest bei Regen schon mal ganz gut. Gehen wir nicht mehr sofort drauf. Ich weiß gar nicht, hatte ich hier schon diese Zichthütte erwähnt mit den Eiern drin? Weiß gar nicht. Nee, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall. Mach einfach nochmal. Kleine Brutstation, die hier steht. In denen die Eier immer die korrekte Bruttemperatur haben. Und dann muss man halt nicht immer aufpassen, dass es zu kalt oder zu warm ist. Die schlüpfen dann da ordentlich raus. Was stehen hier für Klötze bei dem Smitty? Was für Klötze? Deine hübschen Beete meine ich selbstverständlich. Ach so, die hübschen Beete nennt man auch Kräutergärten. Ah, natürlich. Mit denen kann ich Kräuter anbauen und aus denen können Medikamente hergestellt werden. Die ersten Tests verliefen nicht so optimal damit, weil die haben keine Wirkung gezeigt, deswegen. Sehr gut. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Und hier hinten in den kleinen Beeten kann man, weiß nicht, ob du auch schon mal einen Blick drauf geworfen hast, kann man das Salpeter herstellen, was man braucht, um Black Powder herzustellen. Okay. Dann gehen wir mal hier hinten rüber. Hier gibt's eine Lumber Station. Das ist quasi eine große Shopping Station zum Herstellen von Lumber und die kann man jetzt auch in größeren Stacks herstellen.
Also er würde dann gleich 50 Stück herstellen, statt sonst nur einem. Das ist schon mal eine echte Erleichterung. Das geht schon mal ein bisschen fixer. Hier ist sie, die Baustelle. Wir haben das Ding jetzt nochmal abgerissen von der Town Hall. Und sie nochmal neu gesetzt, weil die ja immer noch ein bisschen buggy war. Und haben jetzt, Smitty ist glaube ich fertig mit seinen 487.000 Zone Bricks. Gut, dass du dir die Zahl gemerkt hast. Hat auch nur 7 Stunden gedauert, glaube ich. Gefühlt, ja. Ja, ich Gefühlt. bin fertig. Wir könnten quasi die nächste Stufe einleiten. Dann, ja. Willst du? Nö, ich überlasse die Ehre. Ja, wunderbar. Ne? Ja, hier sind diese Pergamentrollen drin, die einem sagen, was man für die nächste Stufe braucht. Das haben wir jetzt hier alles reingeschmissen. Und dann kann man hier Build Layer in die nächste Stufe übergehen. So visuell spektakulär ist das jetzt nicht besonders, oder? Man sieht ja gar nichts. Ich habe da schon wieder die freudige Nachricht für dich. Stacks of Light Brown Planks. Die baue ich besonders gerne. Da braucht man nämlich 7000 Lumber für. Das dauert auch 7 Stunden. Aber die Treppe habe ich aus Versehen schon mal gebaut für was anderes, die ich aber nicht gebraucht habe. Also die haben wir schon fertig. Das ist ja schon mal günstig. Treppchen, ein paar Nägel ist ja kein Problem. Diese Stacks, ja gut. Na gut, jetzt mit der großen Lumber Station. Da Erwarte ich, müsstest dass da in 5 Minuten hier fertig ist. du. Da knall ich doch gleich mal was hin. Die Nägel, Martin, hast du die Nägelweide, hast du wo stehen? In meinem Pass vor meiner Tür. Alles klar. Kannst du noch mal kurz hier 2 Worte zu diesem Lastkran oder Seilzug hier? Selbstverständlich kann ich das. Das kann nämlich der Builder herstellen. Das ist die, was, wie heißt das nochmal? Die Camp. Muss. Die Castle Work Work Camp, Camp. ja, genau. Damit braucht man halt den Steine aus dem Steinbruch. Und dann kann man hier Teile für unser eigenes Castle, für unser eigenes kleines Schloss herstellen. Ja, würde Und da ich können wir gerne uns hier so sehen. ein kleines, riesiges Schloss hinstellen. Aber dafür bräuchten wir erstmal Steinbruch quasi. Und dafür müssen wir den Steinbruch erstmal bauen. Und damit ist es noch ein bisschen schwierig, weil wir noch nicht genau wissen, wo genau der Steinbruch hier quasi platziert werden kann. Ja. Zwar gibt es mit der Prospectors Pick, mit der man prüfen kann, ob da was ist, Hinweise. Aber jetzt so richtig weit rausgeritten bin ich jetzt noch nicht, weil ein bisschen die Gegend abgeguckt haben wir schon. Da war ein bisschen was, aber noch nicht wirklich was. Also kam näher quasi, die Spuren wurden heißer, wenn man so sagen will. Okay. Aber richtig, richtig bauen konnte sie jetzt auch noch nicht. Da müssen wir sie auch noch richtig ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen, um dann Ja. das hinzustellen. Das haben wir jetzt erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, weil wir eigentlich unbedingt erstmal diese Town Hall haben wollen. Waren wir denn bei dieser Stufe schon? Nee, das ging doch beim Nee, letzten Mal gar nicht, ne? die Ja. letzte war blockiert, genau, da kam man nicht weiter. Also Jetzt sind haben wir wir. jetzt schon mal weitergekommen, wie eben. Das ist ja schon mal gut, weil ja, ohne diese Town Hall können wir auch keine anderen Gebäude bauen. Hast Die, du Shaolin schon erwähnt, nebenbei? oh, Schorline, Mensch. Mensch. Das Mäuschen habe ich ganz vergessen. Ne, unser Schäfchen. Ja, Mensch. Achso, die hat von sich aus Wolle drin, ne? Man kann sie aber auch scheren, ne? Hat das schon mal einer gemacht? Ja, ich habe das schon mal mit einer Schere Ah, okay. gemacht. Also unser Wolleproduzent ist gar nicht so schlecht, weil die letzte habe ich ja aufgebraucht für die Wollerüstung. Ja. Sind wir hier mit dem Rundgang eigentlich erstmal durch? Dann schmeiße ich mal schnell ein paar Planks an, dass wir diese Runde mal durchkriegen. Ich mache hier mein Hunters Table. Da kann ich jetzt auch Pferdesättel bauen. Da machen wir gleich nochmal. Denn Pferdchen hat noch keinen Sattel. So, 16 Stück habe ich. Ja, Red Brown oder was waren das für welche? Moment, 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 Moment. Ich habe hier, wir brauchen die, nee, die Light Na, Brown. natürlich. Die leicht bräunlichen Planks Jo. natürlich nur. Rotbraun, da hätte ich auch schon welche von gehabt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Wo hast du denn eigentlich mal einen tollen Käfig hingeschmissen? Den habe ich bei der Lumber Station, bei der großen hinten.
einfach mal in die Ecke geklemmt, weil ich nicht so genau wusste gerade, wohin damit. Gut, Light Brown, immer her damit. So, was macht der Sattel? Craftet noch. ja, die Tür kann ich zumachen, aber das bringt mir ja richtig weit hier. Hallo. Ich reiß das Ding gleich ab. Mach weg. Na gut, du kannst ja auch selber aufheben. Ja. Deswegen bringt das natürlich nicht so viel, aber... So in einem Stamm. So, Fädchen, komm. Kriegst mal einen schönen Sattel drauf. Ah, wunderbar. Großartig. Ja, vor Freude springt es gleich aufs Dach, das Pferd. So. Lamba ohne Ende. So, dann versuche ich nebenbei noch mal ein paar Segel zu bauen. Das ist echt ein Drama, weil das braucht Baumwolle, Rohstoffe ohne Ende und dauert, wie ihr jetzt hier sehen könnt, 17 Stunden, um ein Segel zu bauen. Wie viel brauchst du für das kleine Yacht quasi? Für das, ja, natürlich größte Boot. Natürlich. 6. Also ich brauche dann quasi nur noch 1. Oh, das ist schon mal gut. Das Abenteuer in der Wüste beginnen. Jawohl, dann können wir mal eine größere Tour machen. Übers Wasser. Hoffe ich. Keine Ahnung, ich habe noch nie so ein Schiff gebaut. Hier wird es die richtigen gebaut, ja. So, 20 habe ich schon. Also Ressourcen sind genug da. Wir können das Ding gleich nochmal noch vorantreiben hier, glaube ich. Das andere Zeug schon drin? Für die Town Hall? Na, selbstverständlich. Ah, wunderbar. Warten nur noch auf die Planks. Hier raus. Muss wahrscheinlich wieder tragen helfen, ne? Kannst du wahrscheinlich wieder tragen. Ja. Das ist alleine zu schwer, oder? Könnt ihr auch mal anfassen. Nein, ich brauche nur noch 6. Brauchen wir auch nur 6. Aber ich habe die richtigen genommen? Nee. Doch, nee, Red Brown habe ich genommen. Ja. Die schiebe ich dir wieder hin. Ja, 25 kann ich mir nicht nehmen, warte mal. Kann ich nehmen. Na, immerhin. Brauche ich ja nur noch die 12 hinterherbringen. Geht's ja hier mal voran. Hoffe ich. War nicht schlecht. Den Second Floor haben wir dann ja schon. Dann fehlen ja, glaube ich, nur noch die Walls für den Second Floor und das Dach. Also. Theoretisch. Es geht. Ich bin ja begeistert. Sehr gut. Dann, ja. Bilden wir mal die nächste Stufe. Ja, dann machen wir weiter mit deinen Light Brown Planks. Ist ja ekelig. Und die Window Screens, die hätten wir ja sogar. Jo. Oh, dann brauche ich wieder. Kann ja kein anderer, ne? Die Lumber Station bedienen. Nein, das aber ist Holz dein... könnte da vielleicht schon mal wer reinknallen, vielleicht. Das. Ja. Wie brauchst du denn an Holz? Also. 800. Bis 1000 und ein bisschen ein paar Silbercoins vielleicht.
Ja, genau. Die Lumber Station, die lässt sich das natürlich auch bezahlen, das Umwandeln, das schnelle Umwandeln. Da muss man quasi sich einen Helfer für ordern. Und der Rest ist aber schon drin. Jo. Dann schmeiße ich die Büchse mal an. Wieder Durst. Gibt's schon Silberstücke? Nee. Entschuldigung, nee, noch nicht. Wie viel brauchst du denn, wie viele Silberstücke? Also 10, das reicht lange mit. Doris hat ein Ei fallen lassen hier im Dodo-Käfig. Und Dodo auch. Dodo hat noch nicht mal einen Namen gekriegt hier. So. Oh, du bist aber nicht so schnell unterwegs, Eddie. Ich hab auch mal ein bisschen hier schwer zu schleppen. Okay. Zu viel Cola eingesteckt, oder was? Richtig. So, ja hier. Higher Helping Hand. Schön für Silber, dann geht ja auch was. Dann bauen wir hier die Bulkcraft Lumber Geschichte. Und dann knallt er uns hier immer gleich so ein 50er Stack von Latz. Habt ihr schon genug Holz? Ich habe jetzt ein bisschen was gesammelt. Ja, Holz ist ja erstmal genug drin, aber können wir immer gebrauchen. Wer weiß, was wir als nächste Stufe brauchen. Ja. Lumber ist immer vonnöten. Ja. Ja. Fritze, der schnuppert schon wieder so. Ja. Mal wieder Regen. Regnet gleich. Und nicht richtig angefangen, dann jault die Memme schon, dass hier kalt ist. Ich weiß nicht, was du da für eine Memme hingestellt hast. Naja, ist eine Frau. Die friert halt schnell. Aber dafür haben wir jetzt ja warme Wollklamotten. Jo, das stimmt. So, ich meine 25 gelesen zu haben, stimmt das? Das ist richtig. Eier drin. Ist da noch was? Ja. So. Den 50 Lamba, du glaubst du das? Hm. So.
baut noch ein bisschen hier. Dann habe ich es gleich. Hauptsache danach bist du mal wieder dran mit deinen Stonebricks. Nee. Wenn wir die jetzt noch gleich fertig kriegen wollen, dann willst du das nicht. Das stimmt. Dann will ich das wahrscheinlich nicht. So, dann, ja. Ne? Brauchst du mir eine Traghilfe? Ja, Naja, ich kann's auch. Mit Pferdchen. Grad Steine drin, deswegen wollen wir mal zurückbringen. Pferdchen ich bin unterwegs. Gut. Die 13, die da noch drin sind, das wäre gut. So, alles da. 25 Stacks of Light Brown Planks. 120 Nägel, 12 Window Screens. Jawohl. Nächste Stufe sagt uns. Oh, 600 Plant Strings. Jo. Was ist das an Sie? Die 1800 Stroh gehen ja noch, die 300 Holz. Jo. Ich glaube, wir haben sogar einiges an Plant Strings. Ja, ich habe. Da war noch 30. Wie brauchen wir? 600. Ach, lang. 100 ist auch ein Lacher. Siehste. Da läuft's ja. Übrig gebliebenes bleibt übrig, ja, oder? Verstört er das, weil ich jetzt 750 reingeschmissen habe? Weiß ich nicht, ich nehme lieber die 150 raus. Ah, okay. Fest, nicht, dass da irgendwas schief läuft. Ach, 300 Holz. Ich habe mich ja mit 100 angeschlichen. Moment. Nix, nix. Schickst du los zum Milch holen, dann kommt er mit Käse wieder, du ehrlich. Das Stroh schon dabei. So, Ach, 600. Yippie. Hast du Stroh schon, ne? Nee. Denn 1800 waren's, ne? Jo. Ja. Aber es sieht aus, als könnte das diesmal was werden hier mit der Baumhol. Das ist sehr gut. So, dann bringe ich doch mal den Rest. Stroh da. Dann bauen wir. Ja. Alles klar, mache ich. Jupp. Na wunderbar. Ja, hätten wir auch weiter nach hinten bauen können. Die Tür ist übrigens auf der anderen Seite. Eigentlich damit gerechnet, dass hier noch eine Stufe mehr kommt, aber das Ding passt. Ach, hier ist auch eine Tür. Oh, hier sind auch Büsche hier drin. Was ist denn? Hier sieht's ja aus. Räum doch mal ein bisschen auf. Nicht zu fassen. Aber wenigstens kommt man dran und kann die abbauen. Mensch, will es hier eine schöne Tornhol zeigen? Alles verwuchert. Man kommt noch nicht nach oben. Ich weiß nicht, warum nicht. Du hast die Treppe gebaut, die da mit verbaut wurde. Ach. Das gibt's doch nicht, ey. Scheiß Büsche hier nicht dran. Will ich nicht? Ja. Also ich kam gerade nicht nach oben. Ich weiß nicht, ob es nicht darf. Wahrscheinlich. So, was gibt's denn hier jetzt im Inventar? Warte mal, hier könnt ihr irgendwas bauen. Dachte mir noch, warte mal. Stonebricks und Large Metal Nails fehlen ja irgendwie noch. Richtig. Was? Wo? Wenn man die Treppe so halb hoch geht, steht da Inventar öffnen. Ach, da kann man einen zweiten Stock dann machen quasi, oder was? Ja. Wahrscheinlich, ja. Und die zweite Dings. Hast du die Sachen auf Lager? Stonebricks, haben wir die jetzt oder nicht? Waren das die wir da gelagert haben? Nee, das sind einfach nur Stonebricks oder was? Ja. 800! Ja, also dringend brauchen wir keinen zweiten Stock. Stell die nicht so an! So, ich würde hier kannst du reingucken, hier sind die Permissions, wenn du am Tresen bist. Da hole ich mir doch gleich mal Goldcoins. Ja, das wird ja wohl dann für alle gelten hier, oder?
Für jeden, ja. Jeder muss die einzeln kaufen. Ne? Ach so, ja? Wie sind denn das? Wie viele Goldcoins, wenn du alles brauchst? Alles brauchst du 37 Gold und 50 Silber. Naja, das geht ja so viel. Das kann sich jeder sogar leisten. Könnte sich sogar jeder. Ist nur die Frage, ob das jeder auch machen muss. Naja, einer muss auf jeden Fall machen wegen Bauen, ne? Wegen Platzieren. Ja, eben. Einer sowieso. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Gut, ey. Gott sei Dank können wir endlich diese Town Hall bauen. Jetzt können wir auch mal hier ein bisschen weitermachen. Und uns mal selber ein paar Gebäude herstellen, hoffe ich. Wie das hier weitergeht, gucken wir uns mal beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Yes.